Hallo und willkommen zurück hier bei Surviving Mars, liebe Mars-Staub-Fans. Wir schauen heute nochmal wieder rein, wie es hier so weitergehen kann. Wenn das hier mal lädt, irgendwann mal irgendwie. Gestern war wieder Patch Day. Es gab einen neuen Patch, der sollte einige Probleme fixen. Laut Angaben der Entwickler sollen damit eigentlich alle Probleme, die es bisher im Spiel gab, gelöst sein. Deshalb wollte ich jetzt hier nochmal reinschauen. Dann können wir mit Rakete starten hier oder so. Dann machen wir einfach mal. Und ja, mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ne? Also das letzte Mal lief es ja relativ reibungslos, das Spiel. Ich habe jetzt keine großartigen, außer den üblichen Management-Problemen hier nichts gemerkt. Und hoffen mal, dass wir das jetzt irgendwie hier im Griff haben, mit der Laden hier läuft. Hier sprießt unser Gemüse und unsere Gänse. Ja. Warum auch nicht? Wir wollten es ja auch so. Okay, ihr arbeitet, Leute. Das ist gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Was haben wir hier für einen Müllhaufen? Ach ja, die machen ja auch wieder Müll hier, die Dinger. Wir haben zumindest eine Arbeiterin hier drin. Toll. Das bringt uns ja richtig nichts. Naja, gut. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Hier scheint es wieder Abend zu werden, wie es aussieht. Die Sonne geht runter. Ist das eine der Marsmonde dort oben? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ah, das ist die Sonne. Cool. Ich habe noch nicht darauf geachtet, muss ich sagen. So, hier gibt es nichts mehr zu erforschen, wie es aussieht. Wir haben alles gescannt, was zu scannen ist. Ja, okay. Gut. Kolonie läuft, so wie es aussieht. Ich wollte eigentlich hier nochmal eine Kuppel bauen. Hier in, so dazwischen. Der Bereich und der Bereich. Der Bereich. Ja, die überlappen sich dann hier so. Der erforscht und arbeitet hier von alleine. Der würde auch, nur momentan gibt es nichts zu erforschen. Schlecht. Unsere Universität. Was machen wir da? Mediziner, okay. Die hat man auf Mediziner gestellt. Hier haben wir noch Personalmangel. Da brauchen sie Ressourcen. Und hier brauchen sie Mediziner. Jo. Passt ja alles super. Nicht. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine neue Kuppel bauen, weil so geht das nicht weiter hier. Unsere Stromtanks sind soweit gefüllt. Wir können also die Nacht gut überstehen. Trotzdem könnten wir trotzdem wieder mehr Strom gebrauchen. Wir sind immer noch nachts auf Minus. Ja. Hm. Vielleicht mal gibt es ja noch andere Energiequellen. Gab es nicht auch mal größere Windräder oder wo war das? Ne, habe ich das irgendwo, habe ich irgendwo mal im Video gesehen? Keine Ahnung, vielleicht muss man die auch noch erforschen. Weil wir haben ja noch ein bisschen was, was wir noch nicht kennen. Mal gucken. Nächste kommt die Aerodynamik, das beschleunigt unsere Shuttles, dass sie noch ein bisschen schneller fliegen können. Und dann kommt der Gesteinsabfallverflüssiger. Schon ein Wort. Vielleicht machen wir den aber auch nach der Patente-Geschichte. Dann kriegen wir nämlich nochmal Kohle. Dann können wir uns vielleicht nochmal eine Rakete mit Ressourcen holen. Weil hier ist der Abbau stockt hier so ein bisschen. Die rennen hier wieder. So rum, okay. Der Müllhaufen ist nicht voll. Ja, so, ja, zwei Drittel. Aber hier arbeiten eigentlich genug. Das Problem ist nur, es kommt nichts an in unserer Fabrik. Das ist ein bisschen doof. Ja, wer braucht Ressourcen? Hm. Und hier brauchen wir dringend Leute. Auch nicht einer drin. Wir laufen genug Leute rum. So, den schnapp ich mir mal. Was hat der für ein Problem? Besucht Klinik, ist gut. Arbeitet in der Nachtstunden außerhalb der Kuppeln. Ja, was soll man machen? Ja. Könnte ich für jeden einen Job innerhalb der Kuppeln haben? Freunde, so ist es nun mal. Wir sind hier auf dem Mars, das ist kein Wunschkonzert. Ach, ja.
So viel Kram noch überall. Naja. Könnten uns hier auch noch einen Sterling erlauben. So. Schon mal satt mit dieser Ressourcenproblematik hier. So. Dann kann man hier so schön rein quetschen. Da wieder für einen Radiosender, Leute. Schläft man ja mal eins. Dann hier noch mal was. Wahrscheinlich auch nicht schlecht, hier auch noch mal das Kraftwerksmäßiges hinzudengeln. Nicht, ob das denn Stromkabel braucht hier. Also egal, machen wir es einfach mal. Hier haben wir sonst. Ja, dann machen wir hier noch mal einen Akku rein auch. So, dann haben die hier auch noch mal ein bisschen Stromreserve. Hier nur ein Windrad und ein Sonnenkollektor. Ja, auch ein bisschen wenig. Und ein Stirling-Generator. Die bummt aber irgendwie. Ja, wo ist er da unten? Dann steht der hier still. Den können wir auch noch upgraden, ne? Ja. Das machen wir dann auch. So. Wasser läuft. Shuttle ist auch. Das Ding hier ist voll. Okay, also Ressourcen haben wir. So, Ressourcen haben wir. Was können wir hier noch reinbauen? Bin ja zu wenig, ne? Machen wir hier nochmal ein Wohnhaus rein. Brauchen hier auf jeden Fall Siedler. So, hier haben wir hier einmal Gemüse und einmal Gänse, Enten, was ist denn nochmal? Gans, ja. Die Gans zu 67% Gans, okay. Hier wächst irgendwie, das sieht komisch aus, was ist das? Quinoa, ach so sieht Quinoa aus. Hatte ich mir irgendwie schöner vorgestellt, aber okay. Ist ja auch die Mars-Version. Ist ja nicht, wie die aussieht. Hier haben wir jedenfalls genug zu essen, wie es aussieht. Grünen Container. Ja, ich weiß auch nicht, was es hier so gibt. Dann drückt ihr einen Knopf und dann kriegt man irgendwas. Wahrscheinlich nicht das, was da liegt. Oh, hier sind Kinder am Spielplatz. Interessant. Ja, okay. Das Ding ist auch voll. Voila. Okay. Wir brauchen immer noch Mediziner. Deiner ist gut besucht. Fährt ein einsamer Robby rum. Transportiert der hier? Ja, Ressourcen, okay. So, das Ding hier ist auf jeden Fall voll. Arbeiter haben wir hier genug. So, dann brauchen wir also hier noch Arbeiter für. Das Ding ist ja relativ, ja, autark hier eigentlich. Wir haben hier Eisen. Das Ding, die produziert ja auch noch nicht gerade so richtig viel, ne? Eieiei. Geht's denn hier weiter eigentlich? Hier liegt nur Klumpatsch rum. Hier haben wir Beton in der Nähe. Wenn so das nächste, was mich ansteuern könnte eigentlich. Beton haben wir ja genug. Was? Schon wieder? Dann geht das immer hier fehl. Hier brauchen wir mehr Botaniker einfach, ne? Uff. Ah, Forschung ist abgeschlossen. Das ist gut. Das sind alles sehr teure Geschichten hier.
Freunde. Kreative Realität, das ist Quatsch. Nuklearfusion, das ist ja wahrscheinlich was. Die Verhaltensform, die die Leute nicht mehr so durchdrehen. Arkologien. Da können wir jetzt mehr Passagiere aufnehmen. Das brauchen wir nicht. Extraktoren-Upgrades, Fabriken-KI. Raffinerien und Fabriken kriegen dann einen Boost. Asiatische Netzwerk. Gebäude außerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so oft gewartet werden, die auch verlockend. Das war auch ein teurer Spaß. Hä? Okay. Urheberrecht, okay. Also soziales Gedöns. Nuklearfusion. Können wir einen Fusionsreaktor bauen? Er braucht aber auch wieder Personal. Mehr Kolonisten aufnehmen. Das aufnehmen ist gar nicht so das Problem. Megakuppel, okay. Jetzt bringe ich auch die Arbeiter. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Da braucht man weniger Personal in den Farmen. Dann wäre hier das Problem vielleicht auch nicht so groß, dass hier nur der eine Armani hier drin arbeitet. Der macht ja schon, was er kann, aber es ist anscheinend zu wenig Personal. Das macht unsere Uni, die produziert gar nichts. Großartig. Wir haben auch immer noch keinen Mediziner für die Krankenstation. Hier unser Krankenhaus ist wahrscheinlich voll. Ne, auch nicht. Also wir brauchen dringend einen Mediziner irgendwie. Hier kommt immer noch kein Transport an von Nachschub. Was machen die denn? Wir haben ja schon genug Shuttles, um Materialien zu transportieren. Entschuldigung. Dies müsste ja eigentlich fluppen, ne? Das Ding ist richtig voll. Okay. Okay. Ich glaube mal auch wieder hier Geburten. Und wir ein bisschen Nachwuchs kriegen hier. Weil wir haben ja auf jeden Fall Mangel. Oder hier nichts ankommt irgendwie, ne? Bauen wir mal ein kleines Lager hin. Würde eh nicht schaden. Ja, hier wäre Müll ohne Ende. Was bringt der Kleine hier? Oh ne, das sind die unsere Mitarbeiter. Oh, der hat ein Problem. Was ist mit dem los? Unter großem Stress. Oh ja, okay. Haben wir Überstunden? Achso, ja. Machen wir die mal vielleicht weg, ne? Die zu gestresst sind, aber die produzieren auch nichts irgendwie, habe ich das Gefühl. So, Edelmetall ist leider hier nirgends so in der Nähe mehr, oder? Hier, hier noch, aber das ist ziemlich weit vom Schuss, ey. Alter Falter. So sehen wir, wo wir mit unserer Kolonie noch hinwollen. Hm. Am besten hier unten, ne? Hier ist der Edelmetall, Beton. Wenn du hier eine Kupplung baust, dann gibt es noch einen Komfortboost. Hier ist der gut, Wasser ist ein bisschen weit weg. Das stimmt.
Was macht er hier? Das steht da rum. Okay. Der ist aber jetzt schön hier am Arbeiten. Das ist gut. Funktioniert dann wenigstens. Also steil wachsen tun wir nicht mehr. Im einen Arbeitslosen. Strom produzieren wir immer mehr, das ist schon mal gut. Okay. Ich brauche mal mehr Drohnen. Kenne ich auch, wenn da zu wenig transportiert wird. Das ist auch möglich. Kann ja so ein Ding bauen. Das hatte ich ja irgendwo mal erforscht. Drohnenfabrik hier. Gut, verbraucht ein bisschen was, aber ist mir jetzt auch wurscht. Brauchen wir eine Kabelverbindung? Wir sind eigentlich genug. Ziegen bauen. Mit Lager in der Nähe. Strom auch. So, dazu brauchen wir in der Nacht noch ein minus 61. Okay. Dann kriegen die keine Ressourcen hier. Verstehe ich nicht. Was macht die mit den ganzen Edelmetallen? Irgendwas produzieren sie ja, aber das kommt nicht an. Warum lagern die hier Treibstoff? Bin ich wohin damit oder was? Was macht ihr da, Leute? Warum? Warum macht ihr das? Naja. Ist auch wurscht. Tja, ich weiß nicht, was die hier produzieren. 3,8 irgendwas, aber es bringt irgendwie nichts. Wenn ich das Upgrade mache, dann verbrauchen sie mehr Strom. Na gut, machen wir das. Nein. Aber egal. Schaltet auf den Strom. So. Habt das. Nehmt das. Bauen wir eben hier noch was hin. Aber egal. So. Haben wir hier nochmal was Strom. Auf jeden Fall tagsüber. Akkumulatoren sind voll. Das müsste reichen. So. Die Fabrik hier müsste aber gebaut werden. A colonist has died. Oh. Was passiert? Natürlich ein Todes gestorben oder was? Hoffe ich doch. Selbstmord. Oh. Okay. Ruhe und Frieden. Okay. Ja, dem hat es hier nicht so gefallen. Den Verstand verloren. Hätte ich mal früher haben sollen, die Nachricht irgendwie. Na gut. Was soll man machen? Das stand von an. Okay, hier wird auf jeden Fall in Apartments wieder ein Platz frei, Freunde. Ja. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Das hat man auch noch nicht gehabt. Wir brauchen mehr Religiöse in der Akademie hier. Das dauert aber ewig hier, ne? Zu wenig Nachwuchs anscheinend. Religiös. Machen sie eigentlich. Die bringen sich ja nicht so schnell um. Was haben wir denn hier eigentlich so für Kandidaten? Platz Moral. Vielleicht nehme ich hier auch mal einen raus. Ich will einen haben, der normal arbeitet. Hier läuft wieder ein Pony rum. Tschüss. Okay. So, was ist mit unserem
Nee. Es wird hier mal was gebaut. Okay, die brauchen noch Materialien. Energie wird gut produziert, das ist schön. Ja, wir brauchen wieder Material hier. Oh, wir haben kein elektronische Geräte sind aus. Oh. Scheiße, und unsere Fabrik kann keine bauen, weil sie selber kaputt ist. Super, dann können wir es auch ausschalten, weil das braucht nur Strom. So ein Bullshit. Ja, dann müssen wir uns noch eine Rakete kaufen. Sieht sie mit der Forschung aus? Ja, wir kriegen ja hier noch mal was. Dann holen wir uns noch mal eine Nachschubrakete. 80 Tonnen kommen wir rein, packen. Davon haben wir jetzt ja einigermaßen, wie es aussieht. So. Ich kann trotzdem nicht schaden. Und davon irgendwas. Gut, kann man sich kaufen, aber bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber für den Notfall. Vielleicht nicht schlecht, so ein Ding mal zu haben als Reserve. Na komm, sind wir nicht so geizig. Davon haben wir. Das könnte man sich noch leisten. Ich will so auf 9 Milliarden kommen. Okay. Kann man das hier wieder umbenennen? Ich glaube, da soll es auch einen Bug gegeben haben. Nee, nicht Illy. Willi! Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich nehme mal Nummer 6. So, funktioniert. Starten. Und go! Ja, elektronische Teilefabrik. Funktioniert nicht, wenn nichts ankommt an Edelmetallen. Ich verstehe das nicht, was die da machen. Die produzieren irgendwas, aber es kommt nirgendwo an. Die Nahrung jetzt her. Kommen die von hier unten? Hm. Ach, die haben jetzt die Gänse geerntet. Jetzt haben wir Hoppelhasen hier. Süß. Okay. Jetzt haben wir Hoppelhäschen. Jawohl. So, Häuschen ist auch fertig. Da haben wir nochmal Platz für zwei Siedler bekommen. Ah ja, hier ist auch einer von den Jungen drin. So. Ist hier kaputt? Die brauchen Wartung. Auch Metall, ja. Müssten die mal hier eigentlich ranbringen können. Und schon wieder? Ein Abtrünniger. Oh, da liegt er. Heieiei. Er hat das zeitliche Apollo Jetson. Läuft einfach über die drüber. Ja, ist eh tot. Ne? War eh chronisch krank. Abtrünnig, sexy, aber Überlebenskünstler. Abtrünniger ist sexy und überlebt. Okay. Oh, warum ist der jetzt eigentlich tot? Weiß man das? Ist er auch umgebracht? Da läuft ein Dackel. Gut, zumindest ein Abtrünniger weniger. Im mittleren Alter. Der sich auch umgebracht oder was? Was ist denn hier los? Ihr habt doch jetzt einen Streichelzoo hier. Das ist echt ein Dackel. Die sind also jetzt auch hier in dem Gebäude. Wie sind die denn reingekommen? Okay, interessant. Tja. Man könnte hier. Wie kann man da unten expandieren? Da müssen wir vielleicht so einen Tunnel bauen, oder? Hm. Man kann ja hier so Tunnel bauen.
Wo war das mit diesen? Oder war das hier bei diesen Baugeschichten? Hier. So, ich glaube, der muss aber auch so ein Kuppelnähe sein, oder? Dass man das von hier nach da baut. Dass die da so hinfahren können. Ja, sonst wissen die, wie ich die versorgen soll, die Leute alle. Aber wie sollen die hier so einen monströsen Tunnel hier durchbauen, ne? Da brauche ich mal einen Drohnenkommandanten und könnte gar mal gehen mit sowas, ne? Der braucht eins Dings hier. Ein einziges blödes Edelmetall und das kommt nicht ran. Ich kapiere das nicht. Wir produzieren hier 4 eigentlich. So, 5,8. Ich mache jetzt mal hier richtig Stress. Wo bleibt denn dieses ganze Edelmetall? Verstehe ich nicht. Die haben ja jetzt nichts mit der Rakete mitgeschickt, weil die hatte nichts zum Wegschicken. Research complete. Basianische Patente. Hey, wir haben also wieder Geld gekriegt. Gut. Dann hat sich das gelohnt. Haben wir jetzt Mediziner? Hier sind die drin anscheinend alle. Resources are low. Aber hier ist keiner drin. Kriegen die das nicht mit, dass da ein Mediziner gebraucht wird? Aber wir müssen hier einen mopsen. Ich weiß nicht, ob das geht. Kein Shuttle verfügbar. Die sind genug. Die sind genug, Leute. Ist auch kaputt. Ohne diese Elektronikkomponenten funktioniert hier alles nicht. Und dann können wir ihn einschalten, ist eh wurscht. Nachricht. Our colonists are suffocating. Hä? Ach so, ja. Weil die Sauerstoffproduktion nicht funktioniert. Wir müssten immer noch Vorräte eigentlich haben. Sind wir noch da? Die brauchen Metall, wie es aussieht, dringend. Der ist ja am Abbauen. Und unser anderer Kollege hier. Wo ist er denn? Hier. Hier wird ja auch nichts abgebaut. Das ist alles hier. Mangelnde Wirtschaft ohne Ende. Ja, die schafft ja gerade mal 2,4 hier. Und das ist die Person sind eine. Hüpft jetzt wieder weg. Hüpf, 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 hüpf. So, soweit noch okay. Also, da rein. Und ist hier so ein Stromkabel? Naja. Ja. Das ist alles. Wir brauchen dringend Metall. Oh, eine Rakete können wir landen. Den können wir mal ausschalten, so ein bisschen. Also ein bisschen weniger Beton bauen. Die
Haben wir momentan auf Lager eigentlich? Was ist das für ein Scheiß? Was macht denn das hier? Hier stapelt sich ja haufenweise das Zeug. Okay. Nur hier nicht. A colonist has died. Schon wieder einer. Was ist mit dem passiert? Ach Gott, jetzt sterben die mich alle weg. Super. Warum Botaniker? So, kommen jetzt hier die Wartung mal. Was ist also? Hier fällt uns alles aus, weil wir keine Metalle haben, obwohl genug auf Lager sind, aber nicht hier. Das ist absurd. Da wird schon aufgetankt. Das ist immer flott. Der hat das Metall abgeladen, der auch. Den hat jetzt aufgenommen. So, kriegt ihn da hin. Ich glaube, das mit dem Ding hier nicht so richtig funktioniert. Wo fährt er jetzt hin? Ich glaube, der hat an einer völlig falschen Stelle immer die ganzen Metalle abgeladen, der Idiot. Funktioniert nicht so super mit dem Mod. Oje, oje. Naja, gut, dann ersticken halt jetzt alle langsam. Willkommen auf dem Mars. Ja, danke. Ich weiß. Jetzt haben wir hier zumindest komischerweise keinen Personalmangel mehr, weil sie alle tot sind. Ja, super. Die ganzen Mediziner sind auch wieder weg. Ich weiß es nicht, ey, langsam. Ist eigentlich Werbung hier und Apple-Symbol drauf ist? Ich weiß nicht. Hier ist auch was kaputt. Oh je. So, hier ist Metall. Also, das ist ja ein Scheiß. Team Metall. Sammeln. Der sammelt da auch. Und wo bringt er das dann wohl hin? Jetzt mal beobachten. Hä? Nee, ist jetzt, ich will jetzt erstmal wissen, was der macht. So, der ist jetzt mit 21 Metallen geladen. Ich hoffe, der fährt jetzt zum Lager hier und stapelt das nicht wieder irgendwo in der Wüste. Herrgott. Ja, er macht's, glaube ich. Jetzt macht's richtig. Was haben wir jetzt? Ja, machen wir einfach so. Und jetzt? Ist mir jetzt auch egal. So, die können jetzt wieder zurückfliegen. Die haben eh nichts zum Exportieren.
der fährt wieder zurück. Resources are low. Warum lädt er da eigentlich nicht hier ab? Das ist ja ein Metalldepot. Okay. Sehr merkwürdig. Jetzt haben sie wieder alle ein Personalproblem. Im Sportpark ist auch keiner. There are Earthsick colonists. Ich glaube, keine Kolonisten mehr da. Die alle tot? Leck entdeckt? Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Ist denn ein Meteorit angeschlagen oder was? Ja, dann verpiss dich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist hier auch? Okay. Wir brauchen mal eine Notnachschubkapsel hier. Das Zeug. Zumindest so mit dem Gröbsten hier. Was ist denn hier passiert? Da ist richtig ein Loch drin. Ja. Reparier es schnell! Er ist hier. Okay, so ein paar sind wieder repariert. Hier ist kein Mensch mehr. Die sind komplett ausgestorben hier. Also im Grunde kann ich mir jetzt ja. Merkwürdig. Hier ist es voll, okay. Interessanterweise. Hier ist kein Mensch mehr irgendwie in dem Block. Hm. Okay. Tja. Ja, interessant. Aber wir können eine weitere Kuppel aufmachen, weil ich habe eh nicht genug Leute dafür. Unser Bus hieß es noch. Ah, wir haben jetzt einen Mediziner hier. Und, ein Ingenieur. Was macht der denn hier drin? Der soll hier draußen arbeiten am besten. Oh, hier sind ja auch Leute jetzt. Was ist denn hier passiert? Hier sind ja plötzlich Leute, die arbeiten. Wir haben sogar Metall hier. Hierhin abgewandert in die Kuppel? Das ist ja merkwürdig. Häuser sind voll, auf jeden Fall. Kindergarten auch. Im Grunde wird es sich lohnen hier. Warum laufen die alle hier rum? Da liegt hier so ein Würfel. Hat ihn eingefallen. Okay. Klunk. Resources are low. Also hier ist irgendwie kein Mensch mehr, aber und die sind alle jetzt hier unten. Also, das verstehe ich nicht. Dieses Publikum. Warum laufen die alle hier rum? Warum ist der nicht hier in der großen Kuppel?
Schalter wieder nicht funktioniert mit den Zuweisen. Das ist auch ein Driss, ey. Was ist mit denen allen los? Keine funktionierende Wohnung. Ja, dann geht doch in die andere Kuppel. Da ist alles frei. Ist hier irgendwas kaputt oder was? Das funktioniert der Weg hier nicht mehr. Gehen Sie dann hier in die Gruppe rein. Und hier ist doch Platz. Dann gehen Sie dann hier nicht hin. Hä? Die rennen hier alle kopflos rum, haben keine Wohnung. Und drüben ist alles frei. Senior Ingenieur. Der hat eine gelbe Uniform. Okay. Jetzt hier langsam mal was reparieren. Immer noch nicht alles repariert. Ist hier nicht genug Sauerstoff drin oder was? Das Gebäude wurde abgeschaltet. Hä? Warum wurde das abgeschaltet? Ich blicke ja nicht mehr durch. Das ist alles sehr merkwürdig. Hier was falsch geklickt, kann natürlich sein. Das ist hier alles eine sehr wirre Folge hier. So, jetzt können sie hier alle wieder arbeiten, oder was? Ja. Ich blicke nicht mehr durch, Leute. Ich blicke nicht mehr durch. Bums, die ist aber schön eingeschlagen, ja. Was macht er jetzt hier? So, die produzieren jetzt endlich mal was. Okay, dann brauchen wir jetzt auch keine Überstunden mehr hier. Funktioniert ja. Aber der hat doch hier dieses riesen Metalllager. Warum fährt er nicht dahin? Was ist denn das Zeug? Wo war das? Denn hier alles? Okay. Hier. Hm. Wie ist der da hingekommen, ey? Ist ja merkwürdig alles. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich wurde sabotiert von Marsianern. Das kann nicht anders sein. Das ist eine Verschwörung im Gange. Und das Scheißding wird auch nicht gebaut. Ah Gott, das fehlt. Ah, ist immer noch nicht fertig. Was ist hier mit los? Ah, der Wasserextraktor ist aus. Oh. Gibt kein Wasser mehr hier. Oh shit. Okay. Gut, dass wir uns noch so einen Vaporator geholt haben hier. Dann können wir den hier noch anschließen. Der produziert ja aus dem Nichts Wasser. Also im Grunde. Das ist ein Ding. Shit. Ja, gut. Das Vorkommen ist endlich. Oh Gott, hier ist alles kaputt. Ich glaube, uns geht gleich das Wasser aus. Kaputt. Ich habe eine Fehlfunktion. Ich
Gut, dass wir noch Reserven haben. Uiuiuiui. Hier ist aber auch wieder reichlich Müll überall. Oh. Nichts als Stress hatten wir hier. Haben wir noch irgendwo Platz? So, der wird repariert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier los, ey? Die Bugs sind beseitigt, aber das Spiel ist trotzdem eine Katastrophe geworden. Die natürlich nicht so riesig viel, ne? Das ist übel. Also wenn die Tanks hier leer sind, jetzt haben wir hier nur noch eine Wasserproduktion. Aber wird schwierig. Der hat noch Wasser. Ist noch für zwei. Ja, der hat noch. Oh, warte mal, so viel. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir am Wasser kommen. Ja, Servus. Oh je, da müssen wir also die Hunde expandieren irgendwie. Ich glaube, da müssen wir wirklich einen Tunnel bauen. Oh, er hat jetzt endlich mal das ganze Metall hier abgelagert. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Endlich. So, wir können direkt mit Shuttles transportieren hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein Chaos hier. Die haben immer noch keine... Ich weiß es nicht. Was produzieren diese Pfeifen? Nix, wo geht das hin? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal, die produzieren. Das ist irgendwo... Ich weiß es nicht. Da kommt nichts raus, ey. Leute, warum wird hier nichts gemacht? Hallo. Ja, da kommt jetzt endlich einer. Komm hier. Bastler, Drohne, fertig und gut ist. Nein, jetzt haut er wieder ab. Ah! Ich glaube, in der Folge kriege ich einen Herzinfarkt hier. So, jetzt. Mist, ey. Da ein bisschen Wasser, was der erzeugt. Komm, ja. Machen wir eine Schicht aus. Wir haben genug Beton erstmal. Das ist ja alles ein übler Mist, ey. Hm. Jetzt ein Platz für 12 neue Siedler. Ja, was sollen wir machen? Bewerber haben wir 28. Das war auch schon mal mehr, oder? Schmeißen wir erstmal alle raus. Guten Ingenieur können wir brauchen. Einzelgänger strapazierfähig, melancholiker und gelassen. Hm. Nee. Nee, unsere Kuppel sind alle über. Da kann ich jetzt keine Einzelgänger gebrauchen. Ist fit. Auch okay. Wir haben uns noch einen Geologen, einen Botaniker. Partylöwe. Dann haben wir uns den noch. Ingenieur haben wir echt nur den hier.
Na gut, nehmen wir den auch noch mit. Sexy. Ja, okay. Wir können einen Nachwuchs gebrauchen, so ist nicht. Das ist männlich. Homer. Weiß ja nie hier in dem Spiel. Ein Hippie und Spieler und sexy weiblich. Das passt doch. Das passt doch. Dann haben wir zwei sexy, die können sich schon mal gleich finden. Geologe brauchen wir für unsere Abbaugeschichten. Hippie, Fit, Partylöwe und Melancholiker. Was ist das für eine Mischung? Ja, so viel Auswahl an Spezialisten haben wir auch nicht, ne? Nehmen wir diese komische auch nochmal mit hier. Gebrochener. So, dann starten wir mal. Fertig. So, das reicht jetzt. Hier ist immer noch was kaputt. Nee, das ist, weil das Ding nicht funktioniert mehr. Wasserextraktor. Dann können wir das hier komplett hier zurückbauen und das Ding ausschalten. Und hier ist noch irgendwas kaputt. So, der muss mal repariert werden. Aber diese Vorkommen langsam leer werden. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Und wir müssen uns jetzt ein paar Vaporatoren bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oder andersrum. Diese blöden Rohre. Geht immer noch was kaputt? Aber das ist, okay. Kann man mit leben, wir haben noch genug Strom. Das ist auch noch kaputt. Ah, cool, hier wird schon repariert. Okay. Na gut, Wasser sollte man immer auf Prio haben eigentlich. Das ist jetzt unsere einzige Wasserquelle hier. Das finde ich nicht lustig. Gut, das ist ja angeschlossen, ihr Netzwerk. Trotzdem. Das ist nicht gut. Wir haben minus 2 jetzt momentan. Wenn wir das Ding schneller produzieren lassen, dann dieses Problem, die Quelle wird auch schneller leer gepumpt, ne? Nächste Problem. Juhu, ich freue mich. Ja. Ich freue mich ja mal janisch. Oh je. So, haben wir jetzt endlich mal genug Metall. Auch auf die Nerven. So, der lädt hier fleißig ab, okay. Hier haben wir wieder kein Personal. Oh. Ich werde narrisch. Ich suck's euch. Wenn jetzt hier gleich wieder die Ernte kaputt geht, flippe ich aus. Die Kinder hier, die lernen aber auch alle nichts, ne? Ich müsste mir hier noch eine Schule hinbauen. Ich weiß es nicht. Weil die kommen ja nicht an die andere dran wahrscheinlich. Weil der Weg zu lang ist. Uff. Was war das hier eigentlich? Achso. Schule. Nimmt viel Platz weg, ne? Na gut, machen wir die dahin. Scheißegal. Ist mir da wurscht, ist mir die so. Haben noch Platz für einen Park oder so, damit die sich da ein bisschen wohler fühlen. Hier sind schönen eine Steinbank, die wir noch irgendwo hinbauen können. Kleiner Brunnen. Klein ist denn der? Das ist ein Feld, ja. Haben wir keinen Platz mehr nirgends. Nee, ist alles verbaut. Nee, ist alles ausgenutzt, wie es hier aussieht. Doch, in die da in die Mitte können wir die noch setzen, oder? Guck mal an. Was gibt's denn hier mit dem Menü heute? Ah ja, okay. Irgendwas Fleisch, hier geht's ohne Möhre, okay, gut. Passt. Gutes Menü. So, hier ist wieder keiner drin. Ich werd narrisch. Gut, aber wenn wir hier so viele Kinder haben,
kriegen die hier zumindest eine gewisse Ausrichtung. Wir können hier drin besser arbeiten. Hoffe ich doch mal. Ja, es hilft nichts. Wir müssen hier expandieren und zwar Richtung Wasser. Wir brauchen jetzt Wasser. Irgendwie, da können wir eine Leitung hinlegen, aber wir brauchen natürlich auch wieder hier Drohnen unten. Das kostet so ein Tunnel. Wo war das Ding? Boah, man kostet 20 Metall und 30 Maschinenteile. So viel haben wir gar nicht. Könntest du das hier und dann hier machen, dass hier so durchgeht mit der Versorgung, schätze ich mal. Die Fabrik braucht ja keine Leute, ne? Die läuft so. Bisschen Reichweite hat der. Der geht bis da. Das geht eigentlich. Der seine Drohnen zurückruft. Ich habe noch genug, um da oben zu arbeiten. Der müsste ja eigentlich das hier auch versorgen. Oh, wir haben jetzt unsere Drohnenfabrik fertig. Das heißt, wir könnten jetzt hier eine Drohne bauen. So. Gucken. Dann bauen wir eine neue Drohne. Brauchen wir so viele Arbeiter? Weiß ich nicht. Braucht einmal Metall. Hier ist jetzt alles repariert mittlerweile. Hier ist noch was kaputt. Ja. Was? Das Wasser ist jetzt auch aus. Oh shit. Okay. Shit, shit, shit. Jetzt haben wir die neuen Lidler hier kommen lassen. Nice. Oh fuck. Baut schnell dieses Ding hier, Leute. So ein Mist. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Ja, ich glaube, das war's hier mit der Siedlung. Das geht. Okay. Einer kommt, einer geht. Gleicht sich dann wieder aus. Tja. Ich glaube, das wird mit den Wasservaporatoren hier auch nicht reichen. Uff. Die produzieren so wenig. Und so schnell kommen wir nicht da unten hin. Um da eine Wasserleitung zu installieren. Scheiße. There are Earthsick colonists. Was ist denn das hier? Ja, das kann ja noch spannend werden. Tja, jetzt haben wir kein Wasser mehr. Wunderbar. Ich glaube, da geht hier in die Hose, habe ich so das Gefühl. Nice. Wir haben auch immer noch keine Drohne gebaut, aber ist mir auch egal. Wir haben kein Wasser mehr. Baut diese scheiß Dinger endlich, ey.
Oh Mann, oh Mann. Hier müssen wir eine Schicht stoppen. Der verbraucht ja auch Wasser, ne? Wir müssen unseren Wasserverbrauch einschränken. Ey, ey, ey. So. Das, was bringt hier noch Wasser? So, tja, ich weiß nicht, ob das klappt noch, bevor wir hier alle verdurstet sind. Ich glaube, das geht hier in die Hose. Eieieiei. Na gut, schauen wir mal in der nächsten Folge bei Survival Mars, ob wir das überhaupt surviven. Solange das Befürchtung, das klappt hier nicht. Ich habe zwar neue Siedler geholt, aber die werden bald verdurstet sein. Ja, so sieht's aus. Was soll man machen? Was soll man machen? Hier müssen wir auch den Verbrauch einschränken. Geht leider nicht anders. Ja, und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, ob wir da noch am Leben sind oder nicht. Das sagt euch dann das blinkende Licht hier von unseren kleinen Robbys. Ja, schauen wir mal. Dann war es das hier erstmal für Surviving Mars. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bye, bye.